Viktoria und Julia gehen auf die Bonifatius-Schule in der List. Auf dem Spielplatz neben der Schule lässt es sich prima toben, doch einen Bereich dürfen sie derzeit nicht betreten, den Bolzplatz. Manchmal kommen wir mit der Betreuung hier auf den Bonifatiusplatz und dann wollen ein paar Kinder hier auf dem spielen. Und das Klettergerüst muss nicht abgesperrt sein, aber es muss aber das Ding abgesperrt sein, weil da kann man sich richtig verletzen und da muss man ins Krankenhaus. So erging es einem 41-Jährigen aus Limmer, der beim Fußball auf unebenem Boden umgeknickt war. Nachdem er vor Gericht Schmerzensgeld eingeklagt hatte, ließ die Stadt rund 60 Bolzplätze mit Naturböden verrammeln. Bis sie auf gefährliche Löcher geprüft sind, müssen Kickwütige mit Betonplätzen Vorlieb nehmen. Die Schwierigkeit ist ja, dass sie sich auf beiden durchaus verletzen können. Klar, wenn ein Kind umfällt, bricht sie das Bein auf beiden, aber auf einem Betonboden sind die Schürfwunden dann doch fieser. Da sind auch noch kleine Steinchen, die bleiben hängen. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich mein Kind lieber auf einem weichen Naturboden spielen lassen, als auf einem Betonboden. Ja, finde ich sehr ungünstig, vor allem wegen so einem Einzelfall, gleich alle Bolzplätze zu schließen, zu überprüfen. Verletzen kann man sich überall ein bisschen, aber es gehört nun mal zum Leben dazu. Also es ist eher, ja, finde ich nicht gut, ist nicht schön. Viktoria und Julia finden die Sperrung nur halb so schlimm. Denn Purzelbäume im Laub machen ihnen ohnehin mehr Spaß als Fußball.